eine angespitzte Feile. Das Opfer wurde durch einen feinen Stich in die linke Herzkammer getötet. Kaiserin Elisabeth von Österreich, weltbekannt unter ihrem Kosenamen Sissi. Für Generationen der Inbegriff von zeitloser Schönheit. Und doch war die Frau, die in Genf den Tod fand, eine ganz andere. Elisabeth wollte nicht Kaiserin sein. Sie war in Wien unbekannt. Sie war eine Frau auf der Flucht vor sich selbst. Sie war 60 Jahre alt und ihre einstige Schönheit, die war längst dahin. Ihre wahren Gefühle hielt die schöne Kaiserin stets verborgen. Erst diese Zeilen brachten Jahrzehnte nach ihrem gewaltsamen Tod Licht in das Mysterium ihres Lebens. Die vermeintliche Märchenprinzessin war in Wirklichkeit eine einsame Frau. Die Seele gab es nie, die mich verstand. Willkommen bei unserem Magazin. Das Leben von Kaiserin Elisabeth von Österreich zeigt manche Parallelen zum Schicksal von Prinzessin Diana. Sie seien, so heißt es, Schwestern im Schmerz. Die mit ihrem Kosenamen Sissi verkitschte Gemahlin von Franz Josef I. hatte nur sehr wenig vom süßen Klischee einer Märchenprinzessin. Sie litt unter der strengen Etikette am Wiener Hof, ihr Schloss nannte sie Kerkerburg, spektakuläre Bälle empfand sie als Tortur. Das Volk aber interessierte sich nur für ihre schöne Seite. Wann immer sie in der Öffentlichkeit auftrat, strömten die Menschen zusammen, um sie zu bewundern. Am 10. September 1898 wurde sie in Genf von einem Anarchisten ermordet. Nur eine unscheinbare Tafel am Geländer des Quai du Mont Blanc erinnert an das, was hier in Genf vor genau 100 Jahren geschah. An jenem 10. September 1898 wartete das Dampfschiff Genève auf seinen letzten Gast. Eine mysteriöse Gräfin von Hohenems hatte angekündigt, sie wolle auf dem Schiff über den Genfer See fahren. Doch in der Stadt hatte sich längst herumgesprochen, dass es in Wahrheit Kaiserin Elisabeth von Österreich ist, die um 2:05, gefolgt von ihrer ungarischen Hofdame Gräfin Staray, dem Landungssteg zustrebt. Inkognito war die Kaiserin tags zuvor im Genfer Nobelhotel Beau Rivage abgestiegen. Bis heute befindet sich die Luxusherberge in Familienbesitz. Die Ereignisse jenes 10. September vor 100 Jahren sind genauestens in einem ganz besonderen Dokument überliefert, das Direktor Jacques Meyer im Familienarchiv hütet. Das ist das Buch meiner Großmutter, in dem sie all die Dokumente gesammelt hat, die den Tod der Kaiserin Elisabeth betreffen. Die junge Fanny Meyer war 1898 Augenzeugin der schrecklichen Ereignisse und hatte kurz vor ihrem Tod alles noch einmal aufgeschrieben. Ein Unbekannter näherte sich den Damen und stürzte auf die Kaiserin zu. Er schlug sie mit geballter Faust und ergriff dann die Flucht. Elisabeth stürzte zu Boden. Leute rannten herbei, als die Gräfin zu schreien begann. Ein Kutscher half der Fremden auf. Es ist nichts, sagte sie. Wir müssen uns beeilen, sonst verpassen wir das Boot. Auf dem Weg zum Landungssteg fragte die Kaiserin ihre Hofdame, was in aller Welt wollte dieser Mann? Wollte er vielleicht meine Uhr stehlen? Kaum auf dem Schiff angekommen, bricht die Kaiserin ohnmächtig zusammen. Erst jetzt entdeckt man, dass Elisabeth aus einer kleinen Wunde blutet. Um Gottes Willen, schreit die Hofdame, man hat sie ermordet. Das spektakuläre Attentat trifft eine Frau, die seit fast 30 Jahren kaum jemand zu Gesicht bekommen hatte. Sie hat sich Zeit ihres Lebens und besonders in den letzten Jahrzehnten ihres Lebens immer gewünscht, am Meer oder wenigstens am Wasser sterben zu können. Weit ab von den Menschen und das Wichtige auch, weit ab von Wien und ihrer Familie. Sie wollte anonym bleiben im Sterben. Keine Lieben um sich geschart, wie ein Atom im Weltall, hat sie gesagt, völlig sich verlierend. Elisabeth von Österreich ist als Ikone ewiger Jugend seit Generationen eine Legende. Als schöne Sissi und traurige Märchenkaiserin rührt sie in Gestalt von Romy Schneider bis heute die Massen.
Erst seit die Historikerin Brigitte Hamann im Schweizer Bundesarchiv die poetischen Tagebücher Elisabeths entdeckte, wurde die andere, dunkle Seite der Kaiserin wider Willen bekannt. Das Bild hat sich durch diese Quellen ganz entscheidend geändert. Einfach weil das Bild auseinanderfällt, der Kaiserin Elisabeth. Wir haben die junge, schöne, sagen wir mal, die schönste Kaiserin der Welt. Und andererseits dann jene Elisabeth, die sich versteckt hat. Die letzten 30 Jahre ihres Lebens nur noch Privatperson war, kaum noch in Wien zu sehen. Man hat sie ja nicht gekannt in ihrem Reich. Beim Empfang der Todesnachricht aus Genf, so die Überlieferung, blieb Kaiser Franz Josef I. gefasst. Doch seinem Adjutanten vertraut er an: Sie wissen nicht, wie ich diese Frau geliebt habe. Zeit seines Lebens bleiben die Privaträume des greisen Monarchen in der Wiener Hofburg angefüllt mit Bildern seiner Sissi. In Erinnerung an das, was bis heute den Mythos der Kaiserin ausmacht. Du kannst doch nicht diesen Platz heiraten. Es ist ein Schatz. Ich denke gar nicht daran, ein anderes Leben zu führen als bisher. Ich will frei leben, ohne Zwang. Schon kurz nach ihrem Tod erzählen die Zeitungen wieder und wieder die Geschichte von der unbeschwerten 15-jährigen Prinzessin aus Bayern, zu der der 23-jährige Kaiser in Liebe entflammte, als er sie in Bad Ischl zum ersten Mal sah. Wie kindlich und schüchtern sie gewesen sei, wie warmherzig und empfindsam. Das Verlobungsgeschenk seiner Majestät an die jugendliche Braut, die Kaiservilla in Bad Ischl. Seit Franz Josefs und Sissis Zeiten befindet sich die Villa in Familienbesitz und so führt der Hausherr Erzherzog Markus von Habsburg-Lothringen manchmal höchst selbst durch die Räume. Die Kaiservilla war ja eine Sommerresidenz und hat also hier gedient der Erholung des landschaftlichen Genießens, sowohl für Franz Josef im Sinne seiner sportlichen Aktivitäten als Jäger, als auch natürlich für die Kaiserin, die ja eine große Reiterin war. In Bad Ischl hat Franz Josef natürlich Elisabeth kennengelernt und hat also hier, beide haben ihre Wurzeln sozusagen in Bad Ischl und die Ehe hat, wenn Sie so wollen, hier ihren Anfang genommen. Schauen wir jetzt herüber in eines der Räumlichkeiten. Kaiserin Elisabeth hat ihren letzten Sommer 1898 hier verbracht und hier hat Franz Josef seine Amtstätigkeit ausgeübt. Hier hat er Briefe geschrieben. Und hier hat er auch eben Entscheidungen getroffen. Kaum, dass im April 1854 die Trauung des Kaiserpaares vollzogen war, wandte sich Franz Josef wieder den Regierungsgeschäften zu. Und die junge Sissi blieb heimwehkrank allein zurück. Von den Hofdamen als Dummerl verspottet, schreibt sich Elisabeth in schwermütigen Gedichten ihre Ängste von der Seele. Ich bin erwacht in einem Kerker und Fesseln sind an meiner Hand. Und meine Sehnsucht immer stärker. Und Freiheit, du mir abgewandt. Sie hat den Hohn des Wiener Adels natürlich hautnah gespürt. Deshalb hat sie die Aristokratie so gehasst, vor allem die Wiener Aristokratie. Sie hat sich in den ersten Jahren wirklich redlich bemüht, eine gute, liebe, unterwürfige Ehefrau zu sein, wie man das von ihr verlangt hat. Sie hat also doch in den ersten Jahren 3 Kinder nacheinander bekommen. Das war ja das Einzige, was man von ihr verlangt hat. Zu sagen hatte sie ja sowieso nichts, weil doch die Schwiegermutter präsent war, auch in den privatesten Räumen des jungen Paares. Sie wurde immer melancholischer, sie war aber doch gehorsam. Sissi, du bist Kaiserin von Österreich. Bitte vergiss das nicht. Du darfst deinen Mann jetzt nicht im Stich lassen. Sissi, das Sinnbild für märchenhafte Schönheit und für den Kampf gegen die Zwänge des Hofes. So präsentiert sich die von rätselhaften Krankheiten geplagte Frau, als sie nach 2-jährigem Kuraufenthalt im Ausland an den Hof zurückkehrt, in die verhasste Kerkerburg.
Das ist die Frau, von der bis heute die Menschen träumen und auf deren Spuren alljährlich Hunderttausende Touristen wandeln. Man sonnt sich in Sissis Glanz und die Besucher hören staunend die Geschichten aus der schönen Kaiserin leben. Ja, das Frisieren des langen Haares soll circa 2 Stunden pro Tag gedauert haben. Ja, und während dieser Prozedur hat sich Elisabeth von griechischen Vorlesern vorlesen lassen oder Sprachen gelernt. Ja, und die ausgekämmten, ausgefallenen Haare, die mussten der Kaiserin auf einem Silbertell vorgelegt werden. Und je mehr Haare da oben waren, desto übler wurde ihre Laune. Selbstbewusst, energisch und fordernd ist die 24-jährige Elisabeth. Ihrem Freiheitsdrang müssen sich alle unterordnen, auch Franz Josef und die Kinder. Doch erst als sie durch ihre Schönheit weltberühmt wird, erkennt sie, welche Macht ihr das gibt. Elisabeth hatte dann auch einen solchen Anspruch an ihre Schönheit und an diese wirklich perfekte Frisur, dass sie, wenn ihre Friseurin krank war oder schlecht gelaunt war und sie schlecht frisiert hat, das ist auch oft vorgekommen, dann hat sie jeden Termin abgesagt. Dann hat sie alle Leute warten lassen, weil sie eben, wenn sie in der Öffentlichkeit erscheinen wollte, eine perfekte Schönheit sein wollte. Seit Kindertagen beschäftigt sich Monika Lewey mit dem Leben der rätselhaften Kaiserin. Aus Faszination wurde leidenschaftliches Interesse. Seit einigen Jahren gehören ihr auch 2 Originalkleider Elisabeths. Das Prunkstück ihrer Sammlung ist ein schwarzes Reisekleid nebst Straußenfederboa, eigens in Paris für die Wespentaille der Kaiserin gefertigt. Das ist das Oberteil von einem Sommerkleid. Da ist statt dem E mit der Krone ist der Delfin eingestickt. Mein persönliches Bild ist, dass es mir gut gefällt, dass sie sich in einer Zeit, wo das fast unmöglich war, eine Freiheit erkämpft hat, in den Zwängen, in dem Protokoll, in dem sie gelebt hat. Und das ist für damals, glaube ich, sehr, sehr interessant oder faszinierend, dass man da entkommen kann, dass sie sich das getraut hat in ihrer Position, denn das war unmöglich. Doch nur ein einziges Mal in ihrem Leben wird die Kaiserin politisch aktiv. Sie setzt sich ein für die rebellischen Ungarn, die man am Wiener Hof als unverbesserliche Revolutionäre verabscheute. Sissi lernt sogar Ungarisch und nutzt ihren ganzen Einfluss auf Franz Josef. Der akzeptiert im Juni 1867 die alte ungarische Verfassung. Elisabeth wird Königin von Ungarn. Für Otto von Habsburg, einst Kronprinz der KUK-Doppelmonarchie, hat sich Elisabeth so unauslöschlich in die Geschichtsbücher eingetragen. Der Ausgleich mit Ungarn, so meint das Oberhaupt der Familie, beweise, dass sie keine schlechte Kaiserin gewesen sei. Es ist zu anerkennen, dass sie exzentrisch war, anzuerkennen, dass sie eine außergewöhnliche Persönlichkeit war und anerkennen, dass sie eine ganz große politische Leistung gebracht hat. Und wenn ein Mensch in seinem Leben eine große politische Leistung erbracht hat, nämlich eine Friedensleistung, das ist, was vielfach die Leute stört, aber das ist nicht, gilt nicht nur für die Kaiserin Elisabeth, sondern allgemein für die Geschichte. Man bewundert Kriegshelden. Aber in Wirklichkeit die einzig bewundernswerten Gestalten in der Geschichte sind die, die Frieden gemacht haben. Und das ist fürs Volk gut gewesen. Das war der Höhepunkt ihres Lebens. Da war sie 30 Jahre genau. Und von diesem Zeitpunkt an hat sie ja doch dann immer mehr Bilder verweigert von sich. Sie wusste genau, das ist der Höhepunkt ihrer Schönheit, der Höhepunkt ihrer Macht. Und von dem Moment an ist dieser große Bruch festzustellen. Sie hat ihre Macht gezeigt und daraufhin war sie verschwunden. Ihre Geschichte sollte illustriert werden, nur mit den Bildern und Fotos ihrer besten Zeit. Also eigentlich sehr kühl kalkuliert. Das Spiel aus Selbstinszenierung und Verweigerung wird bei Elisabeth zur Obsession, die Waage zum Messinstrument für Wohlbefinden. Tägliches Fasten und exzessives Turnen zwingen den Körper in schier unglaubliche Maße. Taille 48, Hüftmaß 65 cm. In Wien hält nichts mehr die widerborstige Kaiserin.
Ungehemmt frönt Elisabeth ihrer neuen Leidenschaft, dem Reiten. Unsummen gibt sie dafür aus. So saß also die Kaiserin und ritt damit die schwersten Jagden, Dressuren bis zur Hohen Schule. Das hat sie mit Passion gemacht. Also es hieß, sie hat ihren ganzen Tagesablauf abgestimmt auf die Reiterei. Alle offiziellen Pflichten kamen danach. Die mussten warten. Sie ritt bis zu 5, 6 Pferden, das heißt auch 6, 7 Stunden am Tag in ihrer Hochzeit. Da das dann in Ungarn und Österreich ihr nicht mehr genügte, die Jagden, fuhr sie nach England und nahm da an den allerschwersten Jagden teil, auch in Irland, im Damensattel. Und man kann durchaus sagen, dass das olympische Qualifikation hatte. Elisabeth macht sich zu einer Kunstfigur, zu einem unnahbaren Wesen, das nur über seine ästhetische Erscheinung wirkt. Hinter der Fassade beginnt sie ein neues Leben. Sie hätte alle Möglichkeiten der Welt gehabt, sich für andere einzusetzen. Und da hat sie ausgelassen. Sie hat nichts für andere getan. Sie wurde ja dann auch durch ihren Schönheitskult, aber doch dann auch durch das Gefühl, dass sie so einzigartig und so was Besonderes ist, wurde sie so egozentrisch, dass sie sich um niemanden mehr gekümmert hat. Es gibt dann auch diesen so enttäuschten Brief des Kronprinzen Rudolf, der ja damals erwachsen wurde, der seine Mutter angeschwärmt hat. Und auch die ganze Hoffnung auf bessere politische Zeiten in der Monarchie auf seine Mutter gesetzt hat und der dann ganz enttäuscht geschrieben hat, ja, die Kaiserin interessiert sich nur noch für den Sport und für sich selbst und mit ihr ist nicht mehr zu rechnen. Die Kaiserin von Österreich entzieht sich systematisch den Blicken ihrer Untertanen. In Wien ist sie kaum mehr zu sehen. Ein schlechtes Gewissen hat sie nur gegenüber dem immer einsamer werdenden Ehemann. Und so verschafft sie Franz Josef eine Geliebte. Der schenkt ihr die Hermes-Villa im abgelegenen Leinzer Tiergarten. Sonst, so fürchtet der Kaiser, werde Elisabeth wohl gar nicht mehr in die verhasste Hauptstadt kommen. Doch selbst Titanias Zauberschloss vermag die Kaiserin nicht zu beeindrucken. Sie flüchtet in die Welt der Fantasie. Dichterin will sie sein. Der verstorbene Heinrich Heine, so glaubt Elisabeth, diktiere ihr die Verse in die Feder. Nicht soll Titania unter Menschen gehen, in diese Welt, wo niemand sie versteht, wo 100.000 Gaffer sie umstehen, neugierig flüstern, seht die Narrin, seht. Höhnische Verse auf die Habsburger und weltschmerzgetränkte Naturgedichte. In den poetischen Tagebüchern will Elisabeth ihr Innerstes für die Zukunftsseelen öffnen, die sie dereinst verstehen werden. Doch sie zeigen nur eine Frau, die einsam, gebildet und eitel ist. Die Verse sind oftmals nur schwülstig und leer. Der Sommer starb dahin. Die Bäume streuen auf seine Leiche trauernd Blatt auf Blatt. Die letzten bleichen Sonnenstrahlen weihen ihm schwindend einen Kuss noch, kalt und matt. Sie war ständig auf der Flucht und auf der Suche nach sich selbst. Sie irrt immer, wenn sie irgendwas erreicht hat, irrt sie schon wieder zum Nächsten und weiß eigentlich bis zum Ende nicht, was sie eigentlich gewollt hat. Das Ende ist eigentlich, dass sie sich immer nur selber verwirklichen wollte, aber nie wusste, wozu. Und ihr letzter Ehrgeiz, eben sich als Dichterin zu verwirklichen, der ist ja dann auch gescheitert. Und auch das hat sie dann verstanden als Scheitern. Elisabeths bevorzugtes Reiseziel ist Griechenland. Auf Korfu lässt sie sich das Achilleion bauen. Doch als es fertig ist, verliert sie sogleich das Interesse. Wie eine Fessel sei der Palast. Wo immer ich wäre, wenn man mir sagen würde, ich müsse immer dort bleiben, dann würde auch das Paradies zur Hölle werden. Der Enge der Habsburger Monarchie ist Elisabeth entkommen. Um ihre Familie kümmert sie sich so gut wie gar nicht mehr. Den Kaiser und ihre Kinder glaubt sie versorgt. So trifft sie der Selbstmord ihres Sohnes Rudolf am 30. Januar 1889 wie ein Schock. Der Kronprinz glaubt gescheitert zu sein in seinem Einsatz für liberale Ideen.
Von diesem Tage an wird die Kaiserin nur noch schwarze Kleider tragen. Das Dichten gibt sie auf. Ein Medium soll ihr den Kontakt zum toten Sohn herstellen. Elisabeth irrt mit ihrem kleinen Gefolge von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Immer dabei, für ihre ganz spezielle Diät, ausgewählte Milchkühe und Ziegen. Überall kauft sie Berge von Fotos, die sie in gewaltigen Reisealben verstaut. Sie bevorzugt schroffe Naturlandschaften und große Städte. Bilder von der Reise nach Kairo im November 1891. In Elisabeths Gefolge dürfen nur Hofdamen reisen, die Gewaltmärsche gewöhnt sind, die mit der Kaiserin Wind und Wetter trotzen können. Im Spätsommer des Jahres 1898 trifft Elisabeth zu einem vierwöchigen Kuraufenthalt am Genfersee ein. Sie residiert im Grand Hotel von Caux, oberhalb von Montreux. Die Nobelherberge ist ein beliebter Treffpunkt der High Society Europas. Sie hat hier den ganzen ersten Stock bewohnt mit ihrer Umgebung, also mit ihrem Obersthofmeister, dem Sekretär, dem Griechischlehrer, der Kammerzofe, der Friseurin, noch einigen anderen Dienern, die auch die Koffer getragen haben und so weiter. Und hier hat eben auch dann diese letzte traditionelle, berühmte Haarwäsche stattgefunden, 3 Tage vor ihrem Tod. Das war so ein Teil des Schönheitskultes der Kaiserin Elisabeth, die ja doch ihre Haare immer sehr gepflegt hat. Diese Haarwäsche hat wirklich den ganzen Tag gedauert und da waren alle Leute in ihrer Entourage wirklich von morgens bis abends mit den Haaren ihrer Majestät beschäftigt. Die Kaiserin hält sich von den anderen Gästen fern, verlässt frühmorgens das Hotel, um spazieren zu gehen. Sie nimmt fast nichts mehr zu sich, nur frische Milch und rohe Eier. Noch immer achtet sie eisern auf ihr Gewicht, doch längst haben die Leibärzte bei der Kaiserin Hungerödeme festgestellt. Für lange Wanderungen ist die 60-jährige Elisabeth zu schwach. So fährt sie am 3. September mit der Zahnradbahn auf die Rochers de Naye. Es ist ihr letzter Ausflug in die geliebten Schweizer Berge. Ihre Familie hat resigniert. So schreibt Tochter Marie-Valerie: Die tiefe Traurigkeit, die Mama früher doch nur zeitweilig umfing, verlässt sie jetzt nie mehr. Da gibt es keinen, auch nur vorübergehenden Sonnenblick mehr. Alles ist düster, trostlos. Die beiden Worte hoffen und sich freuen hat Mama für immer aus ihrem Leben gestrichen, sagt sie. Ihre physische Kraft war eben ihre größte Freude. Und diese Kraft hat sie verlassen. Sie schreibt ja in ihren Gedichten, ich bin schon längst gestorben. Das kommt ja einige Male vor, ich bin schon längst gestorben. Sie hat sich ja sogar vorgestellt, wie ihre Leiche auf dem Grund des Meeres liegt und die Seespinnen sind in ihren Haaren und in ihren Augenhöhlen sind irgendwelche Würmer oder also eine ganz grausliche Sachen. Sie hat sich das ganz klar vorgestellt, was mit ihrer Leiche passiert, wenn die verwest. Sie hatte praktisch eine Todessehnsucht und hat dann doch nie den Mut gehabt, die letzte Tat zu tun. Am 9. September 1898 kommt Kaiserin Elisabeth mit ihrer Hofdame und einem Lakaien nach Genf und übernachtet dort im Nobelhotel Beau Rivage. Am nächsten Morgen verlässt sie inkognito das Hotel, um in der Stadt Geschenke einzukaufen. Um kurz nach 2:30 dann will sie mit dem Schiff zurück nach Montreux fahren. Damals war ja der Königsmord eine große soziale Tat und wurde als große heldische Tat gerühmt. Das hat man ja gewusst. Sie selber hat es ja geschrieben in den Gedichten von der Königsmörderbrut, die in der Schweiz herumgeht. Und sie hat trotzdem jedes Angebot der Schweizer Behörden abgelehnt, ihr Polizeiagenten zum Schutz beizugeben. Und da hat sie dann immer klar gesagt, was passiert, passiert. Und sie hat es insofern geradezu herausgefordert. Auf dem Weg zur Anlegestelle trifft sie die spitze Pfeile ihres Mörders. Am Institut für gerichtliche Medizin in Wien hat sich Professor Georg Bauer eingehend mit dem Tod der Kaiserin Elisabeth beschäftigt. An einem geeigneten Präparat erklärt er die ungewöhnlichen Ereignisse beim Attentat in Genf.
Wir wissen aus dem Obduktionsbericht, dass das Stichwerkzeug jedoch relativ klein und einen geringfügigen Querschnitt gehabt hat, dass es zu keiner sehr großen, voluminösen Zerreißung oder Aufschneidung des Herzens gekommen ist. Und all diese Umstände, vielleicht auch noch im Zusammenwirken mit anderen Faktoren, haben dazu geführt, dass es nicht sehr rasch, sondern eben erst über den Zeitraum von 20 Minuten zum Eintritt des Todes gekommen ist. Vom Hotel Beau-Rivage aus hat Fanny Meyer, die Ehefrau des Besitzers, an jenem 10. September den Anschlag und die Verhaftung des Attentäters beobachtet und später ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Auf einer improvisierten Bahre liegend, gefertigt aus 6 Ruderblättern, mit Segeltuch und Kissen gepolstert, brachte man die Kaiserin ins Hotel. Die allgemeine Panik war auf ihrem Höhepunkt. Ich folgte der traurigen Prozession in das Zimmer der Kaiserin. Der herbeigerufene Arzt konnte sie nicht mehr retten. Der Blutfleck auf ihrer Kleidung schien unaufhaltsam größer zu werden. Nach 20 Minuten tat sie ihren letzten Atemzug. Inzwischen hat die Schweizer Polizei den Täter identifiziert. Es handelt sich um den Italiener Luigi Lucchini. Verbrechensspezialität, so die Polizeiakte, Anarchist. Viel mehr wusste man nicht von dem Täter, bis der Genfer Santo Capon im Nachlass seines Vaters 5 eng beschriebene Hefte fand, die der vor Jahrzehnten einem Gefängniswärter abgekauft hatte. Offenbar hatte Lucchini während der Haft seine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Malheureusement, dans ses cahiers, il n'explique pas pourquoi il a choisi l'impératrice Elisabeth. Leider erklärt er in den Heften nicht, wieso er sich die Kaiserin als Opfer ausgesucht hat. Wir werden den Grund wohl niemals erfahren. Er gibt jedoch einige Hinweise. Er kritisiert sehr scharf die gekrönten Häupter, die ihre Zeit mit Reisen verbringen, die Urlaub machen an der Côte d'Azur oder anderswo, anstatt zu regieren. Das zeigt, welche Verachtung er für jene empfand, die eigentlich hätten regieren sollen, aber in Wirklichkeit vor der Verantwortung, die mit der Macht kommt, flüchten, ihre Rolle als Regierende nicht ernst nahmen. Er habe den Mord nicht aus Ruhmsucht begangen, so schreibt Lucchini, sondern sich ein blutrotes Zeugnis für seine edle Gesinnung verschafft. Die Hefte bestätigen also, was man längst vermutete. Als Symbol der Monarchie wurde die Kaiserin von Österreich ermordet. Ein Anarchist brachte der schwermütigen Elisabeth die Erlösung. Ihre ganze Hoffnung hat sie auf die Zukunftsseelen gelegt. Und auf den Moment, wenn die Zukunftsseelen sie in ihrem wirklichen Bild erkennen durch die Gedichte. Und das Paradoxe ist ja, dass sie heute, 100 Jahre nach ihrer Ermordung, tatsächlich als junge, süße Sissi im Gedächtnis haftet und all ihre intellektuellen und politischen Ambitionen überdeckt werden und praktisch wirkungslos verharren. Im Gedächtnis ist sie eigentlich der ganzen Welt, auch durch die Romy Schneider-Filme natürlich, ist sie eigentlich nur als schöne Sissi. Wir sind nichts als Pomp. Die Geschichte vergisst uns. Es sei denn, jemand gibt uns Bedeutung, indem er uns ermordet. Am Meer wollte Elisabeth begraben sein. Doch nach ihrem Tod triumphierten die Habsburger. In der Kapuzinergruft zu Wien wurde die Kaiserin zu Grabe getragen. Dort, wo Generationen von österreichischen Monarchen ruhen, liegt sie an der Seite ihres Sohnes und zu Füßen ihres Ehemanns. Erdrückt von den Blumengebinden ihrer zahllosen Verehrer. Kaum 10 Jahre zuvor, am 30. Januar 1889, hatte schon einmal ein Schicksalsschlag das Kaiserhaus erschüttert. Die tödliche Beziehung zwischen Kronprinz Rudolf und seiner geliebten Mary Wetscherer.
Was genau an jenem schwarzen Freitag der Habsburger Dynastie im Jagdschloss Meierling geschah, zählte zu den letzten Geheimnissen der KUK-Monarchie, bis ein Tischler aus Linz sich die Lösung des Rätsels zur Lebensaufgabe machte und die Leiche der Mary Wetscherer kurzerhand entführte. Spiegel TV hat 1993 darüber berichtet. Mit der Dämmerung nahte die dunkelste Stunde der Monarchie. Kaiserliches Jagdschloss Meierling bei Wien. Verbale Einstimmung auf einen Doppelselbstmord. Betrügen willst du mich? Betrügen? Versprochen hast du, du nimmst mich mit. Und nun muss ich's alleine tun. Mary, für dich geht doch das Leben erst dann. Nein, es ist aus! Das war vor 104 Jahren. Kronprinz Rudolf hatte seiner geliebten Mary Wetscherer und sich die Kugel gegeben. Ein KUK-Doppelbeschuss mit spekulativen Folgen. Die erste Version, die Wetscherer hätte Selbstmord begangen, die heute nicht mehr haltbar ist, erübrigt sich, weil diese Waffe mit dem Schusskanal kann eine Frau selbst gar nicht durchführen. Wenn sie es können, sie es selbst probieren. Es ist einfach unmöglich, den Arm so heraufzuheben. Die Waffen waren so unhandlich, also da war schon einige Mühe notwendig, das zu erlernen. Mit einem sauberen Kopfschuss hatte der Thronfolger und einzige Sohn des Kaisers die Hoffnungen des Hauses Habsburg zertrümmert. Denn in der Stunde des Todes wurde ein Geheimnis offenbar. Der verheiratete Kronprinz hatte ein Verhältnis zu einer 17 Jahre alten Baroness, Marie Wetscherer, genannt Mary. Ein Skandal drohte das Haus Habsburg zu erschüttern. Mit monarchischer Akribie versuchte man zu vertuschen, so gut es ging. Die minderjährige Leiche wurde nie erwähnt. Ihre sterblichen Überreste verscharrte man in der Selbstmörderecke des Friedhofes Heiligenkreuz. Der Mythos von Meierling überlebte Monarchie und Diktatur, fasziniert selbst Untertanen von heute, darunter einen Möbelhändler aus Linz. Die entscheidende Stelle in diesem Buch war die, die mich überhaupt veranlasst hat, das Grab zu öffnen, war die. So behaupte ich, schreibt hier der Autor, dass der Schlüssel zum Geheimnis von Meierling nur in den sterblichen Überresten Mary Wetzers liegen kann. Das war für mich eigentlich der entscheidende Punkt. In einer warmen Sommernacht des Jahres 1991 schritt Helmut Flatzelsteiner zur aufklärerischen Tat. Zusammen mit zwei Männern aus seinem Bekanntenkreis. Das Interesse an der Tragödie war in ihm schon zwei Jahre vorher erwacht. Kurz nach dem Tod seiner eigenen Frau. Dutzende Male hatte er seitdem das Grab vermessen, ausgelotet, wie man die Grabplatten heben könnte, etliche Skizzen verfertigt. Jetzt war es endlich soweit. Gegen 22 Uhr erreichte das Grabräubertrio den Friedhof Heiligenkreuz bewaffnet mit einem Wagenheber. Ich habe zwei bekannte Helfer mitgenommen. Und zwar gebraucht hätte ich sie nicht, weil ich relativ technisch durch alles ausgereift war. Also es ist sehr wenig Kraftaufwand gewesen. Nur es zittert sich zu dritt leichter als wir alleine. Und das war eigentlich mein Hauptproblem, die Zitterei, weil mitten in der Nacht sowas zu machen. Man weiß ja nicht, was einen erwartet, wenn man die Gruft öffnet. Nur eines kann ich mich erinnern, wie ich sie heraufgezogen habe mit dem Seil. Habe ich nur gesagt, irgend sowas, Mary dear, so ist mir da so das Englische in den Sinn gekommen. Mary dear, we have a nice time together. Das war so, was mir so eingefallen ist. Zwei Stunden brauchten die Männer zum Abtransport von Marys Knochen. Dann wurden die Gebeine nach Linz überführt, direkt in den Keller des Möbelhändlers. Auf dieser Schräge hier wurde der Sarg hereingeschoben. Und auf dieser Platte hier ist er dann abgestellt worden. Wie sahen denn die Gebeine aus? Könnt ihr das beschreiben? Ich war sehr enttäuscht. Ich bin kein Anthropologe. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe mir das so vorgestellt, so wie man sich Gebeine hell vorstellt. Sie waren dunkel, nicht zu erkennen, nass. Alles war so nass, das Kleid hat dunkel ausgeschaut. Also, aber man gewöhnt sich sehr schnell an diesen Geruch und an diesen Anblick. Man kann dann eben essen mit der Zeit. Also so schnell gewöhnt man sich daran. Mit dem nächtlichen Heldinnenklau war der Möbelhändler aus Linz der Hobbykonkurrenz aus der Hauptstadt zuvorgekommen. Seit Jahren versucht ein Heer von nekrophilen Monarchisten, die offizielle Exhumierung ihrer Heldin durchzusetzen. Ingrid Fritz, im Hauptberuf Museumswärterin, pilgert schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu Marys Gruft in Heiligenkreuz. Kurz nach der Tat entdeckte sie den räuberischen Frevel. Doch keiner wollte ihr damals glauben. Da sehen Sie eindeutig den ganzen Spalt der Gruft
und das hier links und rechts richtig hineingefahren worden ist. Also wir haben das sofort gesehen, die Gruft war offen. Währenddessen machte sich der Tischler aus Linz in seinem Möbelkeller über Marys sterbliche Überreste her. Proben aus dem Sarg schickte er an Gerichtsmediziner, Zahnärzte, Röntgenologen, forderte Gutachten an, ohne die Herkunft der Asservate preiszugeben. Es ist sicherlich nicht richtig, wenn man einen falschen Untersuchungsauftrag bzw. Anlass dem Untersucher sagt, sondern es gehört sich, dass man auch den Anlass und die Beweggründe für eine Untersuchung und auch den Hintergrund, das heißt die Umstände des Falles, dem entsprechenden Untersucher sagt. Fast anderthalb Jahre war Mary nun schon bei Helmut. Jetzt wollte er mit den Ergebnissen seiner Untersuchung an die Öffentlichkeit. Einmal kam er her mit seinem Aktenkoffer, öffnet ihn, nimmt die Gutachten und die Fotos heraus und legt mir einen Schädel auf den Tisch und sagt, das ist Mary. Und das war also der Totenschädel von Mary Wetscherer. Es war nicht sehr angenehm, das hier liegen zu haben. Ich habe ihn auch gebeten, es wieder einzupacken. Das ist ja meine Aufgabe, nicht als Journalist, hier Leichenteile zu untersuchen. Doch als auf Druck der Hobbyforscher-Öffentlichkeit die Gruft endlich geöffnet wurde, witterte der Journalist im Heiligen Kreuzer Sarg Vakuum die Story. Ich hatte bis dahin ein bisschen immer die Angst, das könnten die zweiten Hitler-Tagebücher sein. Das heißt, das Ganze ist eine Finte. In Wirklichkeit liegt die Mary Wetscherer drinnen und wir hätten hier in der Zeitung geschrieben, sie wurde geraubt. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir recht hatten. Was Forscher insgeheim schon lange haben wollten, das präsentierte ihnen Flatzelsteiner getrocknet, verpackt im Alusarg. Ergebnis quälender Studien. Ein anatomisches Buch, nach dem habe ich dann die Gebeine aufgelegt, zum Fotografieren. Das ist ein künstlerisches Buch und nach dem Buch habe ich mich orientiert, weil ich war vorher kein Anatom. Das ist das Skelett der Wetzerer, es ist laienhaft zusammengestellt, nur für ein Foto. Die Gebeine ohne Schädel. Der Schädel ist dann hier. Hier sieht man die linke Seite, hier, das soll von einem Russen eingeschlagen worden sein oder es ist das Einschussloch. Hier ist das Kleid mit Oberteil, ein Pelz, ich nehme an, das ist eine Boa, die Strümpfe, die Schuhe. Das Kleid war olivgrün, hat aber jetzt eine Leichenfarbe, wie alle Kleidungsstücke, die in einem Sarg liegen. Das habe ich im Keller zusammengestellt und richtig aufsortiert und zum Teil auch im Keller fotografiert. Schon 1945 hatten russische Soldaten auf der Suche nach Schmuck die tote Mary ausgebuddelt. Mit einer Hacke ledierten sie damals das wichtigste Beweisstück, den Schädel. Woher die Verletzung stammt von der Roten Armee oder der kronprinzlichen Kugel, klären jetzt Gerichtsmediziner. Wie immer die Untersuchung ausgeht, die Legenden von Mord, Selbstmord oder Verschwörung werden sich halten im postkaiserlichen Österreich. Ein paar morsche Knochen irritieren hier keinen. Meine Theorie ist, dass Mary Wetscherer schwanger war, was heute von den Historikern von niemandem bestritten wird, und dass sie an einem verbotenen Eingriff zugrunde gegangen ist. Und Rudolf? Rudolf hat daraus nach meiner Ansicht nach die richtige Konsequenz gezogen als Offizier. Man muss, auch das darf man nicht vergessen, was das für einen Offizier bedeutet hat. Gewisse Ehrbegriffe und gewisse moralische Begriffe des Offiziers, was ja damals das ganze Um und Auf des Offizierstandes war, das hat er, finde ich, in wunderbarer Weise gelöst. Die Habsburg-Dynastie findet das so wunderbar nicht. Ein Hofhistoriker schwelgt lieber in Attentatsfantasien. Hier heißt der Mörder nicht Rudolf, sondern Frankreich. Aus der Familientradition heraus wusste man, dass der Drahtzieher dieses Doppelmordes war der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau. Nachdem der Kronprinz wusste, dass er in Gefahr ist, hat er auch die Tür verbarrikadiert und die Mörder sind durch die Fenster eingestiegen. Es hat einen nach der Familientradition. Es hat einen erbitterten Kampf gegeben und in dessen Verlauf hat der Kronprinz sein Leben verloren. Nicht bei ihm war
Die arme Mary Wedgera, die wurde in einem anderen Raum umgebracht. Und dann wurde der Leichnam zu ihm hinübergetragen, um ihn zu diskriminieren. Wir wissen also aus den letzten 100 Jahren, dass auch der Hof bis 1918 zumindest immer sehr daran interessiert war, ganz viele Versionen und ganz viele Theorien in Umlauf zu halten, einfach um diesen fürchterlichen Skandal zu vertuschen. Also ein Kronprinz, ein verheirateter Mann, der seine 17-jährige euphorische Geliebte, also ich meine, er hat sie nicht zwingen müssen, es war damals so eine Mode von Doppelselbstmord als das wahre Ende einer Liebe oder Höhepunkt einer Liebe. Wir wissen von Marys Abschiedsbriefen sehr genau, dass sie in sehr euphorischer Stimmung war. Aber die Tatsache bleibt doch, dass er das Mädchen erschossen hat und sich dann selbst. Marys Entdecker, den Möbelhändler, erwartet nun eine Geldstrafe wegen Grabschändung und Diebstahl. Trost mag ihm da die Grabinschrift der Baroness spenden. Wie eine Blume sprost der Mensch auf und wird gebrochen. Ich fühle mich nicht als Grabräuber. Ich fühle mich mehr als ein Werkzeug der Geschichte. Das, so sehe ich mich heute. Ich werde dafür sorgen, dass Mary überführt wird nach Wien und dass man ihr alle Ehren erweist, die man ihr versagt hat. Nein. Jetzt bleibt sie hier und soll ruhen in Frieden. In 6 Monaten werden die beamteten Gerichtsmediziner ihr Urteil sprechen. Erst dann darf Mary wieder nach Hause. Der neue Sarg wird meterdick mit Sand bedeckt, die Grabplatte luft- und wasserdicht verschlossen. Die Wiederkehr der Habsburger sargtechnisch ausgeschlossen. Als die Habsburger Doppelmonarchie von Österreich-Ungarn 1918 am Ende war, ging auch der Thronfolger ins Exil. Otto von Habsburg ist uns heute als Europapolitiker und Vordenker der Überwindung des Eisernen Vorhangs bekannt. Anfang der 30er Jahre lebte er ohne politischen Einfluss in der Nähe von Brüssel. Nach der Machtübernahme der Nazis wurde der Hitlergegner zu einem gefragten Gesprächspartner im demokratischen Europa. Um den Anschluss Österreichs zu verhindern, ist Anfang 1938 sogar seine Rückkehr nach Wien im Gespräch. Eine Wochenschau veröffentlichte damals dieses Porträt. Mehr als 7 Jahrhunderte lang erreichten Österreichs Habsburger Ruhm und Ehre zu Lebzeiten. Heute finden sich die Glorreichen dieses Hauses nur noch unter den Toten. Kaiser Franz Josef, er ruht im barocken Prunk einer Kapuzinergruft. Seite an Seite mit seinen Ahnen. Rudolf, gekrönt 1273. Maria Theresia, glorreiche Tochter Österreichs und all die anderen großen Toten des Hauses Habsburg. Der Leichnam des letzten Kaisers Karl ruht noch im Exil. Und nun, da auch andere Habsburger weit ab ihres Heimatlandes sterben, bleibt als einer der letzten Träger dieses stolzen königlichen Namens Karls junger Sohn Otto von Habsburg. Erbe einer Dynastie, die einst über die halbe christliche Welt regierte. Wie heiter war das Wien, in das Otto von Habsburg vor 24 Jahren hineingeboren wurde. Wie unbeschwert war die Hochzeit von Ottos Eltern gewesen, Erzherzog Karls und seiner Gemahlin Zita. Die stolzesten Königshäuser waren angereist und machten Ottos Großonkel, dem 68-jährigen Kaiser Franz Josef, ihre Aufwartung. Es war die Glanzzeit der Könige und Kaiser. Von den kommenden Schrecken ahnte niemand. Doch in Deutschland spielte der Kaiser schon mit unkontrollierbaren Kräften. Auch Kaiser Franz Josef war stolz auf seine Kriegsmaschinerie. Noch in seinen letzten Tagen herrschte er mit straffer Hand. Es war der Mord an seinem Großonkel Franz Ferdinand in Sarajevo, der dann den Weltkrieg auslöste. Begonnen von Ottos Großonkel Franz Josef. Dann, inmitten des Kriegs, rollt Franz Josefs Leichenwagen durch die Straßen Wiens. Hinter ihm her marschiert der kleine Otto, ein Junge im Kleinkindalter zwischen dem neuen Kaiser Otto und Kaiserin Zita. Krieg, Tod und der Habsburg-Thron bedeuteten Otto im Alter von 5 Jahren noch nichts. Mit dem Kriegsende kam die Revolution. Abgesetzt suchten Karl und Zita im spanischen Madeira Zuflucht, wo der Kaiser schließlich starb.
Dann ging es nach Belgien. Otto und seine nun verwitwete Mutter zogen auf die eindrucksvolle, aber zugige Burg Steno-Kerseel. Während die Jahre ins Land gingen, lehrte Zita ihren Zögling all die Dinge, die ein König wissen muss. Ich befehle, du befiehlst, er befiehlt, wir befehlen. Nein, nein, auch auf Englisch musst du es so sagen, wie es ein König tun würde. Wir befehlen. 10 hoffnungslose Jahre lang bleibt der Habsburger Adler unter Zitas schützenden Flügeln verborgen, während Österreich mit der Demokratie experimentiert. Dann erreicht loyale Freunde in Wien ein Porträtfoto Ottos. Und Habsburg jubelt, denn Engelbert Dollfuß, von ganzem Herzen Royalist, erringt die Kanzlerschaft. Nach Dollfuß' Tod folgt ihm ein noch frommerer Katholik und überzeugter Royalist, Kurt Schuschnigg, der zu geheimen Konferenzen zu Mussolini nach Rom und zu Laval nach Paris eilt. Triumphierend kehrt der erste Habsburger nach dem Fall des Alten Reiches aus dem Exil nach Österreich zurück. Der alte und majestätische Erzherzog Eugen. Die Familie erhält ihre verlorenen Besitztümer und Ländereien zurück. Es gibt ein Wiedersehen mit Wien. Der Habsburger Adler wird wieder Wahrzeichen der Armee. Die kaiserliche Uniform wieder eingeführt und Habsburger Prunk marschiert wieder durch Österreichs Straßen. Aber immer noch fern von Österreich, seine Mutter an seiner Seite, weilt Otto. Gottesfürchtig knien die beiden auf Kissen, die dem Hochadel vorbehalten sind, und hoffen auf die Restauration der Habsburger Herrschaft. Nicht für einen einzigen Moment ist es Otto erlaubt zu vergessen, dass ihn jederzeit der Ruf aus Wien ereilen kann, die Habsburger wieder groß zu machen. Aber Ottos Rückkehr liegt nicht mehr in Österreichs Hand, denn das Land ist nicht mehr seines eigenen Schicksals Schmied. Verloren sind all die Ländereien, von unzähligen Habsburgern auf dem Schlachtfeld errungen, Besitztümer von der Nordsee bis zum Mittelmeerraum. Verloren ist das Reich Österreich-Ungarn, über das Franz Josef vor dem Krieg herrschte. All seiner einstigen Herrlichkeit beraubt, liegt das heutige Österreich eingekesselt zwischen Europas ehrgeizigsten Diktatoren. Hitler, der sein Geburtsland annektieren will. Mussolini, der darüber bestimmen will. Gegen die Monarchie kämpft auch der König von Jugoslawien. Selbst noch ein Kind und klein neben seinen Generälen, die einst jedoch gegen Habsburg kämpften und siegten. Beneš in der Tschechoslowakei, von erbittertem Hass gegen Habsburg erfüllt. Und Karol von Rumänien, ein Playboy. Aber auch ein Soldat. Um durch die Intrigen Europas hindurchzusteuern, braucht Österreich dringend eine Allianz. Oder einen starken Mann, dem es folgen kann, wie es allen Habsburgern gefolgt ist. Während der 24 Jahre alte Otto in einer Villa an der Riviera wartet, wo nur sein Tennishemd die königliche Herkunft verrät, begreift Europa erst, dass dieser Junge, sollte er auf den Thron seiner Ahnen zurückberufen werden, kaum mehr als eine Marionette in einem gefährlichen Spiel wäre, in dem es um weit mehr als nur Österreich geht. In dem Mussolini, Hitler,